Herzlich willkommen zu Episode 9 von Wie wird man der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Heute mit einem Gast, der sich mit seinen Adlerflügeln im Bregenzerwald in die Lüfte begeben hat, dann über die größten Sprungschanzen der Welt gesegelt ist und nach zahlreichen Erfolgen seine Flügel als Unternehmer, Berater und auch als Mentor über seine Schützlinge ausbreitet. Meine Damen und Herren, das ist der Lebenslauf von Mr. Skisprung Toni Inauer. Viel Spaß! Servus, Toni. Grüß dich, Sabrina. Servus. Freut mich, dass du da bist, in unserer Stube. Ja, es ist cool. Danke für die Einladung. Gemütlich. Und wir haben es jetzt halt, weil es für den Abstand auch gut geht und weil es echt einmal, ich habe auch noch nie so ein Interview gemacht, so halb liegend. Ist doch fein, oder? Also auf jeden Fall zwei Beinlängen Abstand, das sind einmal in dem Fall fast 5 Meter. Toni, wie wird man der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck? So heißt unser Format und heute geht es darum, wie man zu Toni Inauer wird. Ja? Mhm. Wir starten das Ganze immer mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf, wo der ganz kurz ein paar Wörter hinwirf und du mir kurz darauf antwortest, damit wir mal so ein bisschen in Fahrt kommen und so einen Überschlag von dir haben. Gut. Okay? Wenn ich nur ein Wort darf. Du darfst schon einen Satz draus machen. Gut. Okay. Dein vollständiger Name und eventuell auch Titel. Ich habe jetzt eine Entdeckung gemacht. Scheinbar heiße ich, ich habe jetzt den Geburtsbericht von der Hebamme gesehen. Das erste Mal vor einem Monat meine Schwester mir gegeben. Anscheinend heiße ich Anton Albert, steht da oben. Habe ich nie gewusst, bis vor 3 Wochen. Ich habe immer gemeint, mein Bruder heißt Siegfried Albert, aber ich konnte es noch nicht wirklich verifizieren. Und dann habe ich noch einen Magistertitel davor. Was für ein Mysterium, Albert. Toni Albert Inauer oder Anton Albert. Ja, macht Sinn, gell? Sehr schön. Nein, mein Onkel hat Albert geheißen, vielleicht deshalb. Aber der ist ja der Onkel vom Bruder auch, also keine wirkliche Erklärung. War das auch der Patenonkel? Oder? Okay, sagt man immer, dass man von der Patin. Okay. Dein Geburtstag und Geburtsort? 1. April 1958, richtig. Und am Berg oben, am Sonderdach heißt es, das ist die Alm, Niederalm sagt man in Tirol, Vorsess im Vorarlberg, zwischen Bezau und der Alm in Niedere. Im Bregenzerwald. Im Bregenzerwald. Ländle. Ja. Na schön. So viel schön. Bist du auch schon dort gewesen? Natürlich. Also nicht. Ich konnte auch nicht so sprechen, aber es ist wunderschön. Super cool. Deine Sprachkenntnisse. Was sprichst du alles für Sprachen? Also, Siebergisch. Ich kann Wälderer. Okay. Dann habe ich in der Volksschule Hochdeutsch lernen müssen. Brauche ich jetzt zwischendurch beim ZDF. Dann haben wir in der Schule Englisch gehabt. Das sprich ich recht leidlich gut. Ja. Mhm. Habe in der Schule auch Französisch lernen dürfen, bis quasi zur Matura. Und habe beruflich Italienisch gelernt. Ja, das sind meine Sprachkenntnisse. Ma che bello. Che bello. Italiano. Per Antonio. Dann, Toni, deine Hobbys, aber jene, die du auch in den Lebenslauf reinschreiben würdest. Hobbys. Musik, Gitarre spielen, Sport, Golf, Tennis habe ich mal gespielt, Langlaufen, Fliegen, Fischen, Lesen. Lesen. Das sind so die wesentlichen Hobbys, ja. Sehr schön, sehr schön. Deine klassische Schulbildung, also vom Kindergarten bis hin zur letzten Ausbildung, die du durchgeführt hast? Kein Kindergarten. Kein Kindergarten? Baumschule am Sonderdach. Na? Ja, kein Kindergarten, wir sind nicht runter. Wir sind nur zum Impfen, 2-mal im Jahr ins Dorf. Ja. Wahnsinn. Dann Volksschule, 4 Jahre Hauptschule, viele Jahre Skigymnasium Stams. Studium in Innsbruck und in Graz. In Graz abgeschlossen, Lehramt für Leibeserziehung, Philosophie, Psychologie und Pädagogik. So heißt es. Schöne Kombination. Ja, und natürlich auch die staatlichen Trainer. Oh, die willst du auch noch wissen. Ja, natürlich. Staatlicher Tennislehrer, staatlicher Skisprungtrainer und Langlauftrainer. Genau. Das dann eigentlich in Kombination mit der Marlene, weil die war ja
Okay, das hat dich dazu bewegt eigentlich. Marlene, deine Frau, Genau. ist ja auch Skilangläuferin gewesen. Sehr Österreichische gute. Ja. Meisterin, ja, da komme ich klassisch zumindest nicht nach. Gell? Das ist eine Flotte. Ja. Ganz eine Flotte. Okay, ja. Und gibt es schon irgendwelche Ausbildungen, die jetzt einmal nichts mit Sport zu tun haben? Ja, es gibt, ich bin zum Beispiel Jagdschutzorgan, Aufsichtsjäger. Das war auch kein Mensch. Wie wird Früher, man das? nein, früher sehr, sehr viel, sehr gern. Das war natürlich ein großes Jagdgebiet dort oben, wo wir aufgewachsen sind. Mir das brennend interessiert. Und habe bis vor, ich glaube, vor 25 Jahren habe ich fanatisch gejagt und habe mir da die bestmöglichen Ausbildungen auch gemacht. Und irgendwann im Winter bin ich ja so am Sofa gelegen wie jetzt mit dem Gips und dann habe ich Zeit gehabt zum Lernen und habe diese Prüfung an der Landwirtschaftsschule in Hohenems habe ich es gemacht, ja. Ja, gewaltig. Was es nicht alles gibt. Interessant. Was du noch alles fragst, finde ich auch Ja, ganz witzig. ganz wichtig. Ja. Wenn wir ganz zurückgehen, kannst du dich an deinen allerersten Job erinnern, wo du Geld damit verdient hast. Geld verdient. Ein bisschen Geld haben wir schon gekriegt, ab und zu ein paar Schilling, wenn wir daheim natürlich haben wir, damit wir ins Schwimmbad gehen haben dürfen. Aufwaschen, ich war großer Aufwascher. Salatmacher, Eismacher, Eismann. Abtrockner, das war meins. Ich bin nicht gern unter die Leute gegangen. Meine Geschwister waren da viel besser, die haben mir besser Kopf rechnen können als ich. Ich bin eher der Verbale, der Sprachliche. Und bei uns war es so in Vorarlberg, im Brenzer Wald. Deutsche Gäste, Schweizer Gäste und Österreicher. Und überall hast du umrechnen müssen, mal 7, mal 9, was weiß ich. Oh Gott, ja Das klar. war mir dann zu hektisch. Und gleichzeitig denen Eis geben und kassieren. Ja. Und das Cool. war vielleicht der erste Job. Erste Job, könnte also ein Kinderarbeit. Oder, aber ich habe es wahnsinnig gern tun. Wirklich Geld verdient. War. Als Sportler ein bisschen was, nicht wahnsinnig viel zu der Zeit, weil Amateurstatus war. Wir durften ja gar kein Geld verdienen, aber vom Österreichischen Skiverband ein bisschen was und vom Skihersteller, von der Firma Fischer. Das waren so die ersten Geldquellen quasi, Genau. wenn man so will. Wenn wir ganz tief reingehen, was war das Ah, ist das Schlimmste? mühsam, dass man da so was aufrichten Kleinen muss am Kaffee. Crunch Ja, genau. einbauen oder bevor zur Kaffeetasse hinten Schluck gönnen. Ja. Na, Toni, der schlimmste Job aller Zeiten, den du durchführen hast müssen, dürfen, sollen. Ich habe eigentlich immer Jobs gemacht, die ich schon gern gemacht habe. Aber selbst der tollste Job wie Sportdirektor, den ich aufgebaut habe beim Österreichischen Skiverband, den gab es gar nicht vor mir. Also alle Sportarten im nordischen Bereich, da Langlauf, Kombination, Biathlon, Skispringen, in einem Büro zu managen. Das war sehr, sehr anspruchsvoll für mich. Bin ja keine gelernte Führungskraft, habe aber den Peter Schröcksnadel gehabt, der mir geholfen hat, anfänglich sehr viel und sehr gut. Und das ist zum Schluss dann für mich schon ein bisschen zur Belastung geworden, weil ich es einfach für meine Verhältnisse zu lange fast gemacht habe. Ja. Wie viele Jahre waren es insgesamt? Also 17 Jahre 17 Jahre. Sportdirektor, davor noch 5 Jahre in Summe Cheftrainer und zuvor war ich noch Jugendtrainer, Juniorentrainer. Das finde ich sowieso so beeindruckend an einem Sportdirektor, der ja wirklich einfach diesen Überblick haben muss, der überall involviert ist, der schaut, dass es in die beste Richtung geht, der einfach diesen klaren Kopf haben muss und auch die Stärke. Das kann oft nur zehren, denke ich mal. Wie hast du da Kraft gedankt zwischendrin? An den Erfolgen vermutlich dann immer wieder mal die Freude dran gehabt, aber es war natürlich auch Ja, Knochenarbeit. an dem, du musst eigentlich eine Führungskraft sein. Du musst verstehen, dass das nicht mehr das Gleiche ist wie Trainer, sondern dass du tatsächlich führen musst. Das heißt, du musst letztendlich die unbequemen Entscheidungen auch treffen. In meinem Fall hat das geheißen, mit zum Teil 50 Trainern, Betreuern jedes Jahr, und es gab nur Jahresverträge, jedes Jahr Vertrag verhandeln. Im Frühjahr mit all den Leuten Vertrag verhandeln. Und viele sind ja auch gekündigt worden, das musste ich auch. Wir sind systematisch gekündigt worden und dann habe ich nachverhandelt und dann die eingestellt, die notwendig waren. So ist das Spiel gelaufen und das ist zwischenmenschlich, wenn man die Leute auch kennt und über Jahre kennt, ist das teilweise sehr hart gewesen und Das sehr, glaube sehr strapaziös. Ich habe keine klassische Ausbildung gehabt als Führungskraft und darum war das vielleicht mehr zehrend. Ich habe viel gelernt, ich. es war eine wichtige Zeit, dass man auch
eine Macht nicht nur aus Autorität und Können hat, sondern weil sie einem zugemessen wird, weil man jetzt einfach diese Funktion hat. Und bei der Funktion heißt, du musst diese unbequemen Entscheidungen eben auch treffen. Darüber habe ich ein bisschen zu wenig gewusst in den ersten Jahren. Dann habe ich das alles mit viel Gefühl, aber mit viel zu viel Engagement gemacht, dass du dann selber sehr, sehr anstrengend wird. Du brauchst da auch andere Werkzeuge in so einem Bereich. Dafür wird man normalerweise auch ausgebildet, um das wirklich machen zu können. Das ist aus eigener Kraft geschaffen. Das ist natürlich schon auch toll. Versucht das zu machen. Ja. Und da viel Energie liegen lassen. Ja. Super cool. Toni, das war jetzt im Prinzip, also wir müssen es nur doch noch abrunden, den Schnelldurchlauf. Dein aktueller Job, wie würdest du denn das definieren? In einem Satz, in ein paar Worte? Nachdem ich mehrere Jobs habe oder Projekte habe, kann ich das nicht. Ich bin vor 10 Jahren selbstständig geworden, bin vom Skiverband weg, alle Ämter niedergelegt, habe eine Firma gegründet mit Wolfgang Schwarzmann, die heißt Inner Effects. Ich bin dann beim ZDF als Experte eingestiegen für Skispringen, das ist die andere Ebene. Dann bin ich Autor, ich habe also mehrere Bücher geschrieben, jetzt ein jüngstes auch, über das wir noch reden werden. Ich schreibe aber sonst da in Tourismusmagazinen, ich schreibe in der Vorarlberger Nachrichten, in der Tiroler Tageszeitung als Kolumnist seit jetzt auch 10 Jahren. Das ist eine Ebene, in der ich sehr viel tue. Ich bin auch Start-up-Gründer, das weiß man heutzutage, was das ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die Firma Safenus Medical Technik. Wir haben ein Feedback-System für Prothesenträger entwickelt, sind da auch eines der erfolgreicheren in Österreich, haben EU-Förderung gekriegt, sind vom Minister gehuldigt worden dafür. Also ich mache relativ viele unterschiedliche Dinge. Ich kann also nicht sagen, was ist mein Job. Die Arbeit mit der Plätzer-Gruppe in Tirol zusammen, im Bereich Tourismus und Bewegung und Sport, Move and Relax, eben wo der Patrick Kollerer, mein 12-Tiroler-Co-Autor, mit dabei ist. Also es sind unterschiedliche Dinge und meistens vergesse ich dann das eine oder andere, wenn ich es so aufzähle. So langweilig wird er nicht. Nein, aber manche bin ja natürlich nicht operativ tätig, sondern nur, wenn die Jahreshauptversammlungen sind und so weiter. Auch eine Getränkefirma, IXO, wo ich auch Beteiligung habe und Testimonial bin. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo ich mich beschäftige. Mir macht das auch Spaß. Ich bin auch deshalb vom Skiverband weggegangen, weil ich irgendwie vielseitiger bin und mich auch andere Dinge interessieren. Ich versuche es jetzt so in 3 Bereiche unterzuteilen. Also leidenschaftlicher Unternehmer, einzigartiger Sportexperte und... Ich kann da nicht widersprechen, das klingt so schön. Da bin ich natürlich weiter. Ja. Ich mache weiter. Ja, ja. Und? Kannst du ein bisschen was an Lob vertragen. Das ist auch ein, oder? Und ambitionierter Buchautor. Kann man das mal so stehen lassen? Ja, das kann man so. Autor insgesamt. Ja, Autor. Es ist das Schwierige, weil du ja auch Vortragender bist. Du leitest ja Seminare. Das habe ich vergessen, weil momentan relativ wenig anfällt. Corona, Shutdown, Kahlschlag. Berater, dann Begleiter von Sportlern. Ja, also in der Agentur macht man das, ja. Das packt man mal alles in die Agentur rein, also Inhour and Facts. Da haben wir das ganze Unternehmer, Seminar, Vortragende, diese Fähigkeiten da drinnen. Und das mit Musiker, das bringen wir noch später noch mal ein. Jetzt machen wir das mal Schritt für Schritt. Alles andere machen als ein mal. Beruf. Ja, aber eine Leidenschaft, ich habe sie selber miterleben dürfen. Ja. Toni, fangen wir mal ganz am Anfang an. Deine ersten Berührungen mit einer Skisprungschanze. Man muss ja dazu sagen, du bist ja eigentlich davor sogar Skirennläufer gewesen. Wann war das? Bis 11 Jahre alt war ich da. 11 Jahre. Am 12. Und dann ist es eigentlich erst auf die Schanze gegangen. Wie war der Übergang? Wann war der Moment da, wo du gedacht hast, ich will Skispringen? Hast du das irgendwie abgeschaut oder ist es plötzlich da gewesen? Der Moment bis zu dem ersten Mal auf der Schanze stehen. Gut, irgendwie war es drinnen in mir. Ich bin auch als Skifahrer, ich habe einen Freund gehabt, dessen Sohn wir jetzt gerade in der Agentur als Skirennläufer übernommen haben, den Patrick Feuerstein, der Vater war der Wernfried. Und der ist auch so gern gesprungen wie ich. Nur wir waren Rennläufer. Wir sind ab und zu wirklich mutwillig ausgeschieden, damit wir im zweiten Durchgang Zeit gehabt haben, über irgendeinen Hügel zu hupfen. Den ganzen Nachmittag lang, wo uns dann alle zugeschaut haben, wie wir da gesprungen sind. Ich habe also das... Mir hat das fasziniert und ich habe auch sehr gerne im Fernsehen, wenn es war, Skispringen angeschaut, obwohl ich nicht Skispringer war. Das hat mir einfach taugt. Und dann hat es zufällig die Möglichkeit gegeben, in Bezau gab es also eine ganz wilde Schanze, dort einmal springen zu gehen. Ich habe natürlich daheim nichts gesagt, dass ich auf die Schanze gehe. Ich habe
bin mit der Seilbahn runtergefahren, habe das Fahrrad genommen, im Winter war offenbar nicht viel Schnee, die Ski aufgebunden, die Alpinski, und bin zur Schanzen geradelt und habe dort meine ersten Sprünge gemacht, die dann so für alle so erstaunlich gut waren. Für mich war es eigentlich, ich habe das gewusst, dass ich das irgendwie kann, von normalen um und umhupfen über Hausdächer und alles Mögliche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du musst mit auf die Landesmeisterschaft, und 3 Tage später war ich Landesmeister im Skispringen in meiner Klasse und in der nächsthöheren sogar, wo ich dann mitspringen habe dürfen. Es gibt natürlich nichts Schöneres, als dass man dann das Gefühl hat, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt kann ich irgendwas, wo ich selber nicht gewusst habe, dass ich das so gut kann. Das ist ein klassischer Fall für dieses Entdecken, ja. Aber bist du ursprünglich dann mit den alpinen Skien gesprungen? Genau, so ein Slalom-Ski. Kestle CBM Champ. 1,85 Meter. Champ war wichtig. Champ ist draufgestanden, ja. Genial. Weil das, man muss ja bedenken, bei Skisprungschienen ist ja hinten die Bindung, wo der Skischuh ja dann nach oben klappt und über ein Band verbunden genau, ist oder du über einen Stab. Genau, locker wie auf einem Langlaufski fast mit einer Stoppfunktion halt. Also das heißt, deine Achillessehne war immer schon sehr gedehnt. Nein, die war eh nicht so gut. Nur das ist sie gerade ausgegangen. Das war eher mein Problem, weil ich so viele Operationen gehabt habe später an den Knöcheln, war die meine Achillesferse sogar ein bisschen, ja. Genau. Beim Skispringen. Das war dann das Ende, ja, im Prinzip. Aber du weißt genau, was man braucht, dass man da das Knie vorbringt und die Fersen am Boden lässt. Ja, absolut. Toni, weil wenn wir das jetzt einmal mal in so ein Kastel backen, du hast quasi das erste Mal dann mit zwölf hast du deinen ersten Sprung gemacht, kann man sagen? Oder war elf, das dann mit elf? Verliebt. Ja. Und 1980 mit 22 Jahren, also 11 Jahre später, war dann schon das Ende da. Aber in diesen 11 Jahren ist ja unfassbar viel passiert. Das sind unzählige Erfolge, aber auch natürlich dramatische Rückschläge passiert. Man kann sagen, du bist eigentlich mit 17, 18 schon. Machen wir es jetzt noch gemütlicher. Gell? Ja, jetzt wiederhole ich das einmal genau. Also Juniorenweltmeister mit Europameister, das hat schon mal was erste Coole. Mhm. Dann, das, was ich so toll gefunden habe, weil das ist eigentlich vorher nie so passiert. Als erster Skispringer auf einer Großchance, also mit 188 Metern, hast du von allen 5 Kampfrichtern 20 Punkte, also die Idealnote, bekommen. Das ist eigentlich so nie wieder passiert. Na, es ist das erste Mal in der Geschichte passiert. Ja. Später ist es dann schon gekommen. Es hat der Funaki, Leutzl, es gibt glaube ich 4, 5, die das bekommen haben, allerdings alle im V-Stil schon, während ich bin eigentlich der Einzige, der es im klassischen Stil und als Erster gekriegt hat. War toll, war für mich auch schön. Eine große Geschichte. Ja. Olympia 1976 in Innsbruck, Silber hinterm Karl Schnabel. Und dann in der USA, da war nachher quasi Gold, also Olympia Gold. 4 Jahre später. 4 Jahre später. In Lake Placid. Das war natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Das war insofern auch toll, weil ich schon ein bisschen Kummer gehabt habe wegen Innsbruck, weil da war ich in Führung und das hat mir wehtun, dass ich das noch verloren habe. Nach einem Jahr war ich im Stand, drauf zu kommen, dass ich eigentlich selber schuld dran war. Vorher habe ich immer andere geglaubt, die sind schuldig. Das ist immer das Einfachste, gell? Ja, ja. Und dann war eben dieser Olympiasieg und das war schon dann die Erfüllung meiner Karriere. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, das gehört alles dazu, das wusste ich dann auch, dass man das nicht so einfach machen kann. Yeah. Aber ich habe mich gut vorbereitet, gut eingestellt auf die Geschichte und einfach meine Leistung an dem Tag gebracht und das hat offenbar genügt, ja, war schön. Und wenn wir die Zeit, diese 11 Jahre, eben auch noch ein bisschen runterbrechen auf die wichtigsten Faktoren, die du dafür brauchst, ist es einerseits einmal deine absolute Körperdisziplin. Also ein Skispringer, was der sich erstens mit Ernährung befassen muss, der hat die Waage immer vor Augen. Es muss ja das Gewicht passen, die Statur muss passen. Man darf war früher nicht so extrem mit dem Gewicht. Das ist gekommen mit dem V-Stil und das hat plötzlich angefangen, mehr Rolle zu spielen, weil das Verhältnis zwischen Skifläche, die Skis sind breiter und länger geworden. Und dann war das auf einmal so, dass wir ganz leicht sein hat müssen. Zu meiner Zeit hat es Leute gegeben, ich habe gehabt ungefähr das gleiche Gewicht wie heute, vielleicht 3 Kilo, 4 Kilo weniger. Und da hat es Leute gegeben, die hatten 15 Kilo mehr und haben auch gewonnen. Das war, bei mir Geschwindigkeit war nicht das Problem seinerzeit. Ja. Ja. Und tatsächlich auch die Skistellung. Also früher war es ja parallel. Parallel, klassisch, eigentlich ganz vor sich. Dann, wo die Ski breiter geworden sind, haben wir es ein bisschen auf Zeiten gegeben. Wie Andi Felder, Ernst Fedori gesprungen sind, da waren die Ski dann da. Damit der Körper auch ein bisschen ein Dings gehabt hat, einen Druck vom Wind und
und dann so eine Doppeldecker-Funktion. Okay. Und alles ist ein bisschen schräg geflogen, so wie ich schräg auf dem Sofa liege. Ein bisschen schräg gewachsen. Ein Schieflieger ist das dann. Schönes Wortspiel. Und du hast im Prinzip ja dann auch diesen V-Stil etabliert. Das war dann in der Zeit eigentlich? Ende der 80er Jahre war das? Ende der 80er Jahre. Ich habe ihn leider nicht erfunden. Erfunden halt hat den der Schwede, der Jan, kennst du ihn? Backlöf. Backlöf. Der hat das wirklich durch Umspielen, Umexperimentieren, der hat den entdeckt. Müsste eigentlich, würde ihm zustehen, dass das Backlöf-Stil heißt. So wie der Fosbury Flop auch nicht irgendwie heißt, rückwärts über die Latten, sondern der heißt auch Fosbury Flop nach dem Erfinder. Und der Jan Backlöf hat das erfunden und ich habe den, wenn ich mir was zuschreiben kann, dann bin ich nicht der Erfinder, aber ich habe das Team, die Österreicher, dann als Trainer den Mut gehabt, alle miteinander, dass wir das riskieren und das radikal umstellen im Sommer. Was gut funktioniert hat. Hat super funktioniert. Ich habe sie dann, glaube ich, wie viel? 5 von 7 Medaillen dann bei Olympia in Albertville. Super, super vorbereitet. Wow. Also wow an die Medaillen. Aber Toni, für jemanden, der jetzt da wirklich vielleicht keine Ahnung hat, V-Stil, parallel, was auch immer, was genau ist der Unterschied? Was hat das Ganze verbessert? Warum ist dann der V-Stil im Endeffekt geblieben? Der V-Stil ist einfach die wesentlich effektivere Möglichkeit, die Luftkräfte auszunutzen. Und man hat dann gesehen, dass man mit derselben Geschwindigkeit, mit dem V-Stil, mit einem ähnlich guten Absprung, wo man die Ski ja dann so auseinander nimmt und der ganze Körper von den Luftkräften dann angegriffen wird, ohne in einer Störströmung von den Skiern zu sein und gleichzeitig die Ski daneben auch noch Flugflächen sind. Und wenn ich den V-Stil habe, dann brauche ich sogar noch längere Ski. Die Ski sind im Schnitt 10 cm länger geworden. Das heißt, überall nochmal 10 cm und 11 cm breit zusätzliche Segelfläche. Und das macht das Ganze einfach effizienter und witzigerweise auch stabiler. Das wusste aber niemand, bevor der Backlöf das demonstriert hat. Hat niemand geahnt, dass man so in einer, ich hätte gesagt, von meinem Gefühl her, da zerreißt sie in der Luft. Und die Ski so hört, die hat es da irgendwie aus der Hand, die bleiben nicht parallel. Weil wir haben ja schon so kämpft, die irgendwo im Parallelstil schön nebeneinander und in der gleichen Skiführung zu halten. Und im V-Stil, aber da kippt es leicht an und dann ist das also ein selbstregulierendes System, vor allem wenn sie länger sind, die Ski. Und dann ist das Ganze sicherer geworden, weil man mit viel geringeren Geschwindigkeiten heutzutage viel größere Weiten springen kann. Mhm. Ist eine ganz geniale Entdeckung eigentlich. Gewaltig. Ja, weil früher schon relativ viel passiert, kann man sagen, im Vergleich zu jetzt. Man war im klassischen Stil war man an der Grenze. Darum hat man ewig gebraucht, bis man die 200 Meter packt. Und mit dem V-Stil ist das dann ruckzuck gegangen, weil man mit viel weniger Geschwindigkeit und viel weniger Risiko also einen Sprung hat machen können. Und die alten Schanzen im klassischen Stil, da haben wir wirklich brutal viele Verletzungen gehabt auf den Großschanzen. Ein bisschen Wind und das war nicht mehr kontrollierbar. Ja, ohne Sturzhelm auch noch teilweise sind wir gesprungen, ohne Sturzhelm, ohne Sicherheitsbindung. Wilder Hund. Dazu mal. Wild ist eine schöne Umschreibung. Man kann auch sagen, es war ganz nicht leichtsinnig und dumm, was man gemacht hat. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Jetzt mal, wenn ich da oben bei der Bergiselschanze stehe und für mich ist das Bergiselspringen immer so ein Highlight im Jahr. Ich habe selber mit dem Skispringen, bis auf das, dass mein Bruder früher gesprungen ist, eigentlich nichts am Hut. Ich schaue es eben auch narrisch gern, weil es so schön ist zum Zuschauen und ich bewundere es einfach, wie man sich da runterschmeißen kann. Es ist ja doch jedes Mal so, dem Körper quasi gibt man das Signal, jetzt ist aus, jetzt schießen wir da drüber, wir fliegen, wir springen. Vielleicht wollen wir ein kleines Experiment machen, dass er mal kurz die Augen zumacht. Mir würde jetzt voll interessieren, dass das, weil ihr seid ja Könige der Visualisierung. Jetzt stell dir vor, Toni, du sitzt da oben auf dem Zitterbalken, Hexenkessel. Was du machst mit mir. Das ist emotionale Emotionen. Stell dir vor, bei Gieselspringen, Hexenkessel brodelt in Innsbruck. Du hörst die Signale. Da passt jetzt schon die Körperposition, in der ich liege, mit dazu. Weil da bleibst du nur noch auf die Füße, wenn du da auf den Hexenkessel und von dem Bergisel oben stehst. Das wäre mal eine interessante Haltung zum Springen. Aber angenommen, du sitzt auf diesem Zitterbalken. Ja. Der Trainer gibt das Zeichen. Bin ich heute übrigens schon gehockt da oben, weil wir für Fernsehaufnahmen kurz da oben waren. Und war es auch eisig kalt? Eisig kalt, ja. Jetzt hast du aber deinen Sprunganzug an, der haltet dich warm, du bist aufgewärmt. Und dann visualisierst du das mal an. Du bist kurz vor dem Absprung. Was geht dir da durch den Kopf? Was passiert da? Eigentlich
das, was du einprogrammiert hast, ne, das ist, du kannst nicht so viel denken, weil das so schnell geht. Du beschleunigst in 3 Sekunden auf am Bergisel auf 90 km/h und das muss automatisiert ablaufen. Und genau das spielst du vorher noch ein bisschen durch, wie es sich anfühlen wird, gibst da 2, 3 innere Befehle, an was du denkst, mehr geht nicht, 1 oder 2 vielleicht. Also sie im Absprung, keine Ahnung, den Kopf ruhig lassen, die richtig mit den Beinen beginnen zu drücken, wie beim Skateboarden, wenn man so in der Halfpipe drinnen ist. Und das gibt's dann, das möchtest du dann machen. Das Ganze muss in der Geschwindigkeit, wo du merkst, wie sich der Luftdruck aufbaut, je schneller du wirst, desto mehr Luftkräfte spürst, muss das dann einfach mit dem richtigen Timing, und das ist das Schwierige mit einem 90er, das quasi auf 1/2 Meter abzuschätzen, wann du anfängst zu springen. Und das geht nur, wenn du Überzeugung hast, dass du nachher eine Technik besitzt und die Ski so eingestellt sind, dass du dann in eine Flugposition kommst, nachdem du die da voll weggehebelt hast, mit der Technik, die du natürlich 1000-mal geübt hast. Und dann entscheidet sich innerhalb von einer Sekunde, merkst, hat passt, klappt gut, ich habe den Absprung erwischt, die Ski sind da, ich bin in dem Luftstrom, ich habe ein kompaktes Flugsystem, und dann musst du nur schauen, dass der Ski nicht mehr druckt, das wird eine Vorlage, und musst du da drüber mit dem Kopf drüber kämpfen. Und wenn du Glück hast, siehst du dann, aha, ich bin hoch, ich habe noch viel Geschwindigkeit, ich werde wahrscheinlich da über die rote Linie springen. Das ist das schönste Gefühl dann. Darf ich die Augen wieder aufmachen, Sabine? Gewaltig. Ja. Da hast du mich wirklich mitgenommen. Also, so Herzinfarkt, das gibt es nicht, oder? Dass man da nervös ist auf dem Zitterbalken. Ich meine, hast du ja auch so. Ja. Man ist da natürlich, das ist alles mentales Training, das ist über die Alles, du Jahre. trainierst alles, ja. Aber hat Sehr es die vieles. Momente gegeben, wo du gedacht hast, dann bist du vermutlich gar nicht an den Start gegangen, wenn du nicht bereit warst? Ja, Oder? na, es gibt schon so Situationen, wenn du, ich kann mich an Bergisel erinnern, da haben wir mal ein Training gehabt, es hat geregnet, es war wahnsinnig föhnig. Und es gab noch keine Ampel, und der Trainer ist unten gestanden, hat immer die Hand hochgehalten. Und wenn irgendwo ein Zeitfenster war, wo der Wind ein bisschen weniger stark geblasen hat, und sonst ist der waagerecht gekommen, teilweise der Regen, dann hat er die Hand runtergetan. Und dann habe ich gemerkt, jetzt stehe ich dort. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das erste Mal beim Skispringen, wenn ich jetzt die Hand runtergetan, ich fahre trotzdem nicht. Und dann ist Training abgebrochen worden. Also er hat dann selber das Gefühl gehabt, das ist zu gefährlich. Also meine Einschätzung war so, jetzt traue ich dem Trainer selbst nicht mehr, dass ich springen würde, wenn er freigibt, weil es einfach zu extrem war. Hat Der einzige gesprungen, das war der Lieburger Allerwies, mein Spätzl. Und der ist dann rausgekupft und hat in der Wind gepackt, und hast gemerkt, das sind 5 Meter in der Luft so umgesetzt wie ein Flugzeug. Und dann ein paar Mal so gemacht in der Luft, hat aber stabil halten können. Und Gott sei Dank haben wir dann verschwindet er ja aus der Perspektive vom oben sitzenden Springer, und ist Gott sei Dank am Gegenhang wieder aufgetaucht. So ganz Wahnsinn. klar. Wahnsinn. Das ist nicht ohne. Ja, aber normal ist es eben auch genau das, weil es gefährlich ist, weil es aufregend ist, weil es nicht jeder kann, macht es halt auch so viel Freude, wenn man es beherrscht und wenn es glückt. Was Es ist Einzigartiges. Lust, ist dann auch da richtig, richtig toll. Und so wie man es schon raushört, man hat einfach, und gerade jetzt du in diesem Fall, ein ganz ein besonderes Vertrauen zu dir selber, zu deinem Körper. Was kann ich? Wie weit kann ich gehen? Und vor allem auch Vertrauen zu deinem Kopf. Naja, und das Vertrauen ist natürlich nicht eingeredet, oder dass man sich das nur da mit autogenem Training sagt, ich bin so gut und ich kann alles, sondern das ist einfach die praktische Erfahrung beim Probieren, dass es glückt. Dann entsteht eigentlich richtiges Selbstvertrauen. So wie du als Schauspielerin, nur Rollen lesen ist zu wenig. Du musst es üben, du musst in der Situation sein und Genau. merken, wenn der das sagt, sage ich das, und da übertragt sich so die Stimmung. Und dann hast du das Gefühl, aha, ich kann jetzt da drinnen mit den Situationen umgehen, Ja, weil die genau. Praxis dich gelehrt hat, du kannst es. Das ist ein guter Vergleich. Absolut. Stimmt, ja. Und dann ist es auch immer ein Ding der Motivation. Weil natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Der Sprung gelingt nicht, Wetter ist schlecht, was auch immer, Faktoren, die einfach deine Motivation ein bisschen nach unten zehren. Eins vom Schlimmsten ist, du hast ein schlechtes Material. Du weißt, dass du schlecht gewachselt hast, oder die Serviceleute das nicht im Griff haben, oder der Skifirma schlecht ist, oder dein Anzug nicht wettbewerbsfähig ist. Der schaut zwar gleich aus wie die anderen, aber hat jetzt was die Luftkräfte betrifft, andere Funktionen. Er kann nicht mithalten. Dann weißt du hast von vornherein 3, 4 Meter Rückstand, selbst wenn du den gleich guten Sprung machst. Das ist eigentlich wahnsinnig zermürbend. Demotivierend. Was waren so
wirklich beißende Motivationsfaktoren für die? Wie hast du dich selber motivieren können? Was wird das ausgesehen? Was waren das für Gedanken oder? Natürlich ein Unterschied, aber du musst dich im Sommer auch motivieren, wenn es gar keine Wettkämpfe gibt, dann musst du dich motivieren, dass du das Training machst, dass du den Schwung hältst, dass du deine Beweglichkeit hältst und die ganzen Sachen und auch die Ausdauer trainierst, die brauchst du, um die harten Krafttrainings auszuhalten. Und da ist es schon sehr stark gewesen, dieses Gefühl, ich möchte mein Potenzial wirklich irgendwann ausleben können, ich möchte das Talent, das ich habe, auch auf die Schanze bringen. Und dazu bin ich drauf gekommen, ich muss auch üben, es hilft nichts. Ich muss dann schon kaltschnäuzig sein, aber ich muss auch trainieren und üben und auch schwierige Prozesse verarbeiten. Neue Dinge lernen, die mir schwerfallen, gibt es auch, dass man einfach einstudierte Techniken hat und dann habe ich später als Trainer auch gebraucht, dann diese Überredungskunst oder die Experimentierfreudigkeit. Man stellt was um beim Absprung, das könnte effizienter sein. Es fühlt sich dann zwar 2 Monate lang schlecht an, aber irgendwann bist du auf einem höheren Niveau, das auszuhalten. Und da brauchst du einfach diese Vorstellung, aber auch, und wenn ich frage, was ist Motivation? Motivation ist zum Beispiel ein Trainer, ein Betreuer, der daran glaubt, dass du das schaffen wirst, der dir das klar verkörpert, hey, riskier das, ich bin sowas von überzeugt und ich habe das schon erlebt. Du warst es ja noch nicht als Sportler, ob sich das ausgehen wird. Und der sagt dir, ich bin überzeugt, du wirst es schaffen, wenn du das tust, wenn du da investierst. Wenn er an die Und das ist glaubt. motivierend, weil das ist eine Autorität, der hat schon viel gesehen. Das gibt der Kraft. Er hilft dir dabei, dass du das erwarten kannst, bis der Effekt kommt. Das ist oft ein Problem, dass du denkst, ich will das gleich. Gerade heutzutage viele Jugendliche, die gewöhnt sind natürlich am Computer, die sind alle so ausgerichtet, dass man nicht lang dranbleiben muss, sondern dass man gleich Reset, neu anfangen, wenn das Spiel missglückt. Oder gleich die Seiten wechseln, woanders hin, was vielleicht lustiger ist. Dieses beharrlich an etwas dranbleiben, in der Hoffnung, dass sich die Investition, die Energie noch, und sei es nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, einfach rechnet und dass ich dann auf einem anderen Level bin, weil ich mich transformiert habe als Mensch, in meiner Technik, in meinen geistigen Strukturen. Und da helfen da eben Kollegen oft, die an die glauben. Dein Coach hilft da, es gibt verschiedene Dinge. Oder auch die Vorstellungskraft, dass du einfach denkst, ich will, und selbst auch dieses Gefühl, und ich riskiere es trotzdem, wenn es auch schlecht, ich will es versucht haben, ich will mir nicht vorwerfen, ich hätte nicht alles probiert. Auch Die das ist eine Grenze ausforschen, ja, absolut, ja. Motivationsfaktor. Das ist ja das Thema Vorbilder in dem Sinn. Da fällt mir jetzt bei dir eben ein, Baldur Breimel. Ja. Bei dem hast du ja eigentlich gelernt, kann man sagen. Ja, Baldur war großartig in der Hinsicht. Der hat in uns Buben einfach das Potenzial gesehen und nicht irgendwelche Typen, die er sein Programm durchzieht und dann sind wir schuld, wenn nichts rauskommt. Sondern der hat gesagt, ihr seid super talentiert, ihr könnt alles erreichen, ich bin überzeugt davon und das gibt dir Kraft. Wenn so ein Mensch, der selber Medaillengewinner war, dir dieses Gefühl gibt nichts Da Schönes. kitzelt es aus dir raus, Ja. ja. Der sieht das schon lang vor dir und schafft es aber, dass du Er selber hat schon dran dran bleibst. gesehen, hat es bei sich erlebt unter Umständen und hat einfach so eine Vision, hat also eine Vorstellung, die eine geistige Kraft hat, eine Sogwirkung und die dir hilft, da die mühseligen Phasen dazwischen, wo es halt noch nicht geht und wo es schlechter ist als wir vor der Umstellung, das zu ertragen und zu warten. Würdest du Baldur Breimel als Vorbild für dich definieren? Ja, War er das damals? unbedingt. Also mehr als wir Vorbild. Er war Mentor. Mentor, er war Wegbereiter. Ich habe den nicht nur bewundert, sondern ich habe ihn teilweise auch verflucht, weil er von mir Dinge verlangt hat, die mir nicht so leicht gefallen sind und mich sehr direkt auch teilweise behandelt hat. Also nicht nur schön tun hat, aber er hat mich gefordert. Das Aber ist auf eine Art wichtig. und Weise, dass ich im Prinzip immer gewusst habe, er tut das nicht aus Bösartigkeit, sondern im Grunde genommen mag er mich, schätzt er mich, will er aber nicht, dass ich am halben Weg stecken bleibe. Genau die braucht es. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nach oben kommt, wenn man so will. Ja, und das Schöne bei ihm war, und diese Generation, und das geht eigentlich bis heute, dieser Baldur Breimel hat Dinge grundgelegt in unserer Gesamtkultur, die bis heute gehen. Dass er nicht nur uns sportlich da forciert hat, sondern auch so nebenbei immer das Gefühl vermittelt hat, ihr seid super Sportler, ihr entwickelt euch. Und das zeigt aber eigentlich auch, dass ihr woanders auch was leisten könnt.
es ist nicht zu Ende mit dem, dass einer Weltmeister wird, sondern es gibt andere Dinge. Du hast da den Kopf zum Studieren, hat er uns gesagt, den Schnabel genauso wie mir. Das sind natürlich auch Sachen, die dich begleiten. Und jetzt war ich vorgestern bei Giesel und da hat das Damen-Nationalteam, die Chiara Hölzl und Eva Pinkelnick und wie sie alle heißen, haben da trainiert. Und dann sagt mir der Cheftrainer von den Damen, was, wenn ich jetzt eingeladen habe für einen Vortrag, heuer im Sommer? Dann sage ich, ja, keine Ahnung, in Baldur. Der ist, ist 81 jetzt. Wahnsinn! Und diese Generation an Trainern jetzt noch, die holen den noch, den alten Guru, und lassen ihn zu den Mädels sagen. Und er hat gesagt, sie sind alle ganz andächtig drinnen gesessen. Ja, das da sieht man, das ist eine Kultur, die, er war der Begründer, hat natürlich vieles dann verfeinert, verändert und wissenschaftlicher gemacht, aber er hat etwas ganz Besonderes grundgelegt. Das ist voll schön. War er da in Tirol, war im Skigymnasium Stams, ja, hat in Wildermirming in Affenhausen genau gelebt. Super Ortsname, gell? Ja, ja. Und hat in Innsbruck studiert übrigens. Ja. Okay. Mhm. Wenn wir da jetzt die Perspektive switchen, du neben aktiven Sportler warst ja eben auch Trainer, Sportdirektor beim ÖSV. Mhm. Fallen dir da ein paar Gesichter ein, wo du vermutlich die gleiche Position gehabt hast, wo du das Vorbild warst, der Mentor warst? Gibt es da ganz enge Verbindungen auch? Ja, es fallen mir schon ein paar ein. Also in der Dimension weiß ich nicht, ob ich das war. Ich war natürlich ein ganz anderer Typ von meinem Zugang zu den Leuten. Und Skispringen war auch schon anders in der Zeit, wo ich das gemanagt habe. Aber ich denke, dass ich auf einen Ernst Fedori einen ziemlichen Einfluss gehabt habe. Sogar auf einen Andi Goldberger, der mich zwar auch verflucht hat, aber irgendwann jetzt vor 2 Jahren in Planitz gesagt hat, nach zwei Achteln, eigentlich habe ich früher oft einen Zorn gehabt auf die, aber gelernt habe ich am meisten. Ich glaube, das Verfluchen ist genau das Wichtige. Das ist so etwas, dass ich einfach, ich habe das Riesenpotenzial in dem Burm gesehen und habe ihm ab und zu gesagt, lass das nicht verschlampen. Und ich musste fordern. Es ist nötig. Es ist schön, wenn dann sowas kommt, zwar 20 Jahre später, aber es kommt. Ja. Heinz Kutin, der Doppelweltmeister geworden ist, nachdem er 3 Wochen vorher ziemlich eine Verletzung gehabt hat in Garmisch. Auch an Andi Felder. Ich glaube, dass ich den Trainer von den Superadlern, den Alexander Pointner, in Innsbrucker, der war bei mir Schüler in Stams, war im Nationalteam, war mein Co-Trainer, als unser Cheftrainer Alois Liebburger tödlich verunglückt ist, haben wir das gemacht, 2,5 Jahre lang. Und ich war sein Sportdirektor. Also ich glaube, ich habe ihm als Mentor einiges mitgegeben, auch den Rücken freigehalten. Ich bin dann 2010 ausgestiegen. Ich glaube, dass es für ihn dann auch schwieriger geworden ist, nachdem dieser selbstverständliche Rückhalt im ganzen Verband nicht mehr so da war. Ja. Und vielleicht auch die korrigierende Instanz, die ihn auch manches Mal auf den Boden zurückgeholt hat, was er braucht hat. Okay. Aber das ist wiederum ein brutal schönes Gefühl, kann ich mir vorstellen, wenn man jemandem das weitergeben kann, oder? Wenn man das Gefühl hat, ich kann bei dem das Feuer entfachen, den bringe ich zum Brennen. Ja, das geht ja auch so. Das bringst du auf den Punkt. Das ist unbezahlbar, oder? Hat mir fast mehr Freude gemacht, als wir selber ich was zu gewinnen, als Ernst Fedori Olympiasieger geworden ist. Das war für mich eines der perfektesten Erlebnisse. Schön. Umstellung auf den V-Stil haben wir geschafft. Der Ernst hat das ganz geschickt gemacht. Und andererseits bei ihm, er war der zweimal bei Weltmeisterschaften in Führung war und alles weggeschmissen hat im zweiten Durchgang. Er war traumatisiert. Da haben wir ein spezielles sportpsychologisches Programm miteinander entwickelt und gefahren. Große Leute natürlich eher leisten müssen, weil du kannst das niemanden antrainieren, das muss er schon selber transformieren. Und dann hat er das mit V-Stil und nach einem guten ersten Durchgang geschafft, noch besser einen zweiten zu machen. Und mit Glück auch, aber weil er die anderen so unter Druck gesetzt hat mit seinem guten Sprung, dass die den Nerven knärfelt haben. Ist Olympiasieger geworden, das ist schon etwas, wo man gemeinsam auch dann das Gefühl hat, man hat was erreicht. Ja. Als Team, ja, kann man sagen. Ja. Und Toni, es ist bei dir ja schon eben sehr früh klar gewesen, wie du jetzt ja vorher gesagt hast, dass du irgendwie gespürt hast, dass du für das Skispringen gemacht bist. Es war eigentlich immer schon klar, es geht in die Richtung. Aber trotzdem, man weiß, das Leben kann ja oft anders spielen. Hat es bei dir so Momente gegeben, wo du gedacht hast, das wäre mein Plan B oder hat es nur diesen Plan A gegeben?
Ja, was der Plan A wäre eigentlich gewesen, Skifahren, solange es geht, Skilöwen. Rennen, Skirennen fahren. Ich habe aber nie den Zugriff gekriegt wie im Skispringen, weil auch die Trainer für mich, muss ich echt sagen, die Trainer waren nicht da für mich, außer dem Vereinstrainer, der aber nur als Kinder mit uns was gemacht hat, die dann die Weiterentwicklung so anregen hätte können wie ein Breimel beispielsweise, wo das so spannend war. Und dann hätte ich eigentlich Tischler werden sollen, weil mein Firmenpate, Firmengötte, sieht man Berger Zerwold, der Filmgötter. Firmengötte, Filmgötter. der war eben Tischler und zusätzlich Skilehrer, brillanter, eleganter Skifahrer, wirklich der Adolf Feuerstein Der und im Name Sommer ist super. Bademeister. Also der hat alles verkörpert, was so das Leben braucht hat in meiner Göttler. damaligen Welt. Und fescher Bursch, Turm springen können. Ja, und da war klar, ja, dem werde ich ein bisschen nacheifern und dann mache ich Tischlerlehre. Und dann kam eben, ich wollte gar nicht Skispringer werden, dann ist das aber dazu gekommen, ich wollte da nie weg aus dem Brengzer Wald. Überhaupt nicht. Und mit dem Skispringen und Breimel, der mich irgendwo gesehen hat, bei österreichischen Meisterschaften, noch mit Alpinski beim Skispringen, hat gesagt, du, genau so Burschen wie die, weiß ich noch genau. Das wäre super, wenn du nach Stams kämst, da können wir was machen gemeinsam. Und das ist mir natürlich, Dann war es um dich war geschehen. es um mich geschehen, ja. Aber Und ein 2 Jahre Tischler haben wir. später war ich dort, ja. Aber Tischlern in dem Sinn selber beherrscht dann auch. Nein, Hast dann wirklich beherrsche nicht nicht. Ich habe leider nicht mit einmal dem Kopf. die Grund. Also ein bisschen, ich war ein guter Bastler in der Schule und habe gern gewerkelt und mit Holz vor allem auch. Und mein Vater war mehr grobmotorisch im Holz, da haben wir richtig Bäume gefällt und geliefert und Holz gehackt habe ich viel. Aber nicht tischlerisch, ich war ein guter Laubsäger. Aber ich kann es leider nicht. Jetzt die 12 Tiroler, die haben ein paar Viecher Ja. ausgeschnitten, einen Bären, einen Adler und einen Gamsbock. Aber mit Und Stichsagel da oder hat mit der? mir, das tue ich übrigens auch, ich bin ehrenamtlicher Obmann von den Obertönen, das ist ein Kammermusikkonzert im Stift Stams. Und der Hubert, der eine künstlerische Leiter und Fagottist, der kann gut tischlern. Und da haben wir das, der hat mir das gezeigt, mit der Stichsäge haben wir das ausgesägt, gemalt. Lieb, echt lieb. Ja. Das ist schön. Ja, 11 Jahre aktiver Skisport oder Skisprungsport, sagen wir so. Ja, extrem kurz. Ja, aber viel Leider, aber erlebt. andererseits Gott sei Dank, weil ich habe zwar einige Verletzungen gehabt, aber meine Gelenke sind sonst noch recht gut beieinander. Die Knorpel in den Knien, Hüften und so weiter, die wären, wenn ich das 20 Jahre gemacht Immer hätte, so. wären die mehr beansprucht worden. Weil ein stocktiefer Sprunggelenk war ja eigentlich der Grund dann Ja, ja 1980, dass du es lassen hast. genau. Es war Da nicht nur war Sprunggelenk, es war der ganze Unterschenkel, also komplett. Wadenbeinbruch und Syndesmose und alles, was es so gibt im Unterschenkel. War im Prinzip zerrissen, ja. Und das im Zuge eines Sprunges, Genau, ja. Schwerer Sturz wirklicher in St. Sturz. Moritz bei ganz kalten Temperaturen hat es mich richtig gestoppt und hergerissen und die Ski halt ohne Sicherheitsbindung rundum trat und dann Und war aber beim Landen dann beim direkt, oder? Landen. Also. Ja, das geht dann relativ schnell, gell? Naja, dann geht es ganz schnell, ja. Die Kräfte sind zu groß. Und wenn die Bindung nicht aufmacht, irgendwo reißt es und da waren eben die Bänder und alles schwächer als wir der Schuh und die Bindung. Hast du gewusst, dass es vorbei ist? Ich meine, du hast dann, glaube ich, nochmal probiert, zurückzukommen. So eine Art Comeback hat es ja 2 Jahre später dann gegeben. Aber war irgendwie in dir drinnen Ja, schon das Zeichen, es ist also in dem vorbei? Moment, wo ich gemerkt habe, und das hat regelrecht knallt, Boah. da habe ich für mich gespürt, ich mag nicht mehr. Das zeigt aber ganz klar Und da. ich habe das auch sofort dem Lipus, Alois Lipurger, der mich da zusammengeklappt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, im Auslauf von der Schanzen und ausgetragen. Rettung waren da keine da. Und habe ich gesagt, du Lies, für mich ist es einmal. Also für mich ist vorbei. Hast du gespielt? Ja, das habe ich gespürt. Und dann hat sich das aber wieder mit Operation und so weiter, schöpft wieder Hoffnung. Und es war aber dieser erste Gedanke, war der sich bewahrheitet hat. Ja. Ich meine, der Zeitpunkt, jetzt blöd gesagt, hätte nicht besser sein können, weil als Olympiasieger zu gehen, Ja, gibt ein Schlimmeres. bisschen früher war es schon, nicht mit Ja. 22, aber Der Körper war noch fit, das ist ja, perfekt, im weil oft Großen und verliert man Ganzen sie. war er halbwegs unversehrt, bis auf die Knöchel, ja. Schlüsselbeinbruch, Armbruch und so weiter habe ich auch gehabt. Sogar mal einen Kieferbruch, was ich gar nicht gemerkt habe. In Stams hat es mir mal aufgestellt und ich denke mir, wieso kann ich eigentlich ein halbes Jahr, tut mir nach 5 Minuten beim Essen alles weh da. Und das hat sich dann bei einer Zahnoperation irgendwann ausgestellt, dass ich immer das Kieferbrochen gehabt habe da.
aber ich habe Wie es kann man das nicht nicht checkt merken? gehabt. Wie geht Ja, das? es war halt so, es war nicht verschoben, es war nur ein Riss da drinnen, aber hat sie dann ein bisschen Ecken, muss ich da haben. Erkannten. Chaosbildung hat ein bisschen Kanten gemacht, ja. Ecken und Kanten sind super. Ja. Ja, Wahnsinn. Das heißt 1980 Deckel drauf. Und das wollen wir jetzt auch gleich mit so einem Deckel ein bisschen Deckel. metaphorisch nutzen und da unseren Blick rüber zu unserem Stubenselfie wenden. Ah, das ist Für die. alle, die uns nicht sehen, da ist der Toni drauf in seiner wunderbaren Fischermontur. So sieht man mich in Leidenschaftlich der noch. Sil, ja, ab und zu. Da strahle ich über alle 100 Cent. Ja. Fliegenfischer leidenschaftlicher. Wann ist das entstanden, das Bild, Toni? Bist du direkt in der Sil oder ist das am Na, Inn? das ist am Lech. Am Das ist Lech. witzigerweise am Lech, wo ich als, wo wir Fotos gemacht haben und ein bisschen gefischt haben für den WWF, Ja, wo ich ja für den Flussbotschafter Flussbotschafter. bin. Und da haben wir ein paar so Bilder gemacht. Das wird her sein, ja, 15, 12 Jahre, schätze ich, sowas, ja. Was fasziniert dich da am Fliegenfischen so? Das sind mehrere Aspekte. Zum einen ist es einmal das. Das Fliegen? Ja. Die Natur, das Ja. Wasser, die Ruhe, diese Rückzugsmöglichkeit, kein nicht kommunizieren zu müssen. Ich bin ein bisschen Lederstrumpf, so wie ich aufgewachsen bin. Da oben am Berg, ich habe das Schön. und ich habe gelernt zu kommunizieren mit den Leuten und das auch hinzukriegen, aber im Grunde genommen bin ich auch gerne allein. Ich bin gerne in der Natur, ich fühle mich gerne, sagen wir bei den 12 Tiroler, ich fühle mich als biologisches Wesen, als Teil dieser Natur. Ich glaube, sie noch auch intuitiv verstehen zu können, ein paar Zusammenhänge und das pflege und das tut mir gut. Und dann ist halt das Fischen selber natürlich, da kommt ein bisschen der Beutetrieb, aber auch der Häger durch. Ich habe mich jahrelang bemüht, in der Sil auch noch Eschen aufzuziehen und zu besetzen und zu schauen, ob das funktioniert. Hat nur halbwegs funktioniert, aber sowas kann mich über Jahre in Stimmung halten und Freude Schön. bereiten, wenn ich dann irgendwo kleine Eschen wiederfinde. Ja. Die muss ich nicht mitnehmen, die sehe ich nur und habe eine Ja, Riesenfreude. und das Also Wissen, diese dass die da größeren ist. Zusammenhänge, das verstehen zu wollen, ist etwas Tolles. Eigentlich wollte ich Bodenkultur studieren, aber Wien war mir zu weit weg. Es war einmal so, dass ich so in die Forstwirtschaft oder in diesen Bereich eine wollte eigentlich. Ja. Da hätte es doch auch gut reinpasst. Aber ein Da ist auch dann die bisschen. Aufsichtsjägerprüfung so in der Zeit dazu gekommen. Aha, Ja. ja, Diese zumindest. Zusammenhänge, wie wild sich verhält, warum das Ja. so ist, diese ganzen Abläufe, Evolutionstheorie, alle diese Dinge. Vergleichende Verhaltensforschung, das war eigentlich mein Studium gewesen. Das wäre der Plan B heute, würde ich Heute. sagen. Ich würd sowas studieren, das irgendwo mit dem, was wir Menschen an altem Erbe aus der Biologie, aus unserer Ahnenreihe der Tiere, was wir da noch haben an uns und wie uns das beeinflusst und wir es nicht wahrhaben wollen, weil wir so stolz und so gescheit sind. Wir Menschen, wir. Ja. Aber Toni, im Prinzip hast du das ja eigentlich eh verwirklicht. Auf eine spezielle Art und Weise schon vor ein Buch drüber geschrieben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wo vieles einfließt. Ja, das Die im, Bachforelle, was du da wahrscheinlich fangst, die, zum ja, Beispiel. da gibt es auch einen Flusskrebs, da gibt es auch den Alpensalamander, der da rumkriecht, in diesen Flussläufen. Deine 12 Tiroler auf Die jeden 12 Tiroler, ja. 12 Bewegungen, die man von Tieren lernen kann, quasi. Eben über die Bachforelle bis über den Flusskrebs, bis hin natürlich zum Adler, zum Bis Steinadler. zum Steinadler, ja. Muss natürlich dabei sein als Skisprungmeister. Zweifellos, zweifellos. Ist eine nette Übung. Da geht es gar nicht mehr beim Steinadler um die körperliche Kräftigung, sondern da geht es um Intuition. Und das ist auch etwas, was mit Körperlichkeit zu tun hat, mit einem Sensorium, mit einem sechsten Sinn, den wir auch haben. Und da dient der Steinadler ein bisschen dazu, das wieder zu wecken. Ja, das ist schön. Ein bisschen choreografisch, irgendwie tänzerisch fast schon, das Drehen. So wie du gemacht hast, schon, das kann nicht jeder so. Dankeschön. Es muss gesagt sein. Na eben, damit diejenigen, die jetzt nicht Bescheid wissen, du hast wirklich 12 Übungen definiert, die du dir quasi vom Tierreich abgeschaut hast, die Bewegungen tatsächlich imitiert, Bachforelle, so wie sie sich auch im Wasser bewegt, oder eben, falls der Schwan ein, wie er sich majestätisch aufrichtet, die Balance haltet, kurz vorm Wegfliegen, oder eben der Steinadler mit seiner Koordinationsfähigkeit. Das wiederum ist dir ein großes Anliegen eigentlich und das teile ich mit dir. Es sind 12 Übungen, man kann 2 davon machen, man kann 6 davon machen, man kann alle 12 machen, aber ein kleines Meditationsprogramm, ein Ritual, das dem Menschen wirklich hilft, aus dieser verdammten Bewegungsarmut rauszukommen.
was man eben bei der Jugend immer mehr merkt. Ich finde das war ja auch der Antrieb. Ja, ja das Beispiel von dir mit dem Zahnarzt, der erzählt hat, dass die Kinder teilweise nicht mehr auf diesen Stuhl, auf den Behandlungsstuhl raufkraxeln. Also ihr wisst, der ist ein bisschen höher, der Behandlungsstuhl. Ja. Und der hat so Auskragungen und ist eigentlich fast wie ein Baum. Und das hat sie früher, die Kinder, obwohl sie nicht gern beim Zahnarzt waren, aber da wollten sie raufklettern. Genau. Und heute kommt die Hälfte scheinbar, der ist Anästhesist in verschiedenen Praxen unterwegs, nicht nur, hat nicht nur seine eigene. Yeah. Und der sagt, es ist durchschnittlich um 50% schlechter geworden. Zu schwer und zu wenig stark und koordinativ etwas schlechter. Und das ist für mich ein Alarmzeichen. Und darum auch die 12 Tiroler als Pocket-Programm, das man überall machen kann, sogar in Corona-Zeiten. Eben. Das kannst du online machen, du kannst übers Buch raus. Du kannst zu Hause, du kannst während der Fernsehprogramme anschaust, kannst du viele Übungen machen und es ist leicht zugänglich. Und das war die Idee, nicht etwas für einen Spitzensport, sondern für jeden zu machen. Und weil ich glaube, das ist die Kernaussage des Buches, es wird Bewegung und Körperlichkeit leider heutzutage in den Bewegungsstil, den wir haben, nicht mehr automatisch mitgeliefert. Mhm. Wir müssen das künstlich wie eine Kulturtechnik vermitteln und anregen, sonst kriegt es die Gesellschaft nicht mehr mit. Ja, und genau. Das ist der Aufschrei, den ich ein bisschen machen will und mit dem Buch auch leicht zugänglich liefere. Sonst werden wir uns als Wesen einfach komplett verändern. Und wir werden mehr und mehr von den ganzen, das ist kein Trostszenario, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so, wir entwickeln uns ein bisschen in Richtung Cyborg, wo wir tatsächlich uns nur noch lebendig fühlen, wenn wir an diese ganzen spannenden Apps und Algorithmen angeschlossen sind, die uns eh wieder beeinflussen, ohne dass wir es wahrhaben wollen und vor den Displays sitzen den ganzen Tag. Ich brauche sie auch, ist ja für mich auch toll. Ich kann Klar. ja mein Leben auch nur führen, weil ich das... Absolut. Aber ich kann eher beurteilen, wie viel genug ist. Und bei jungen Menschen, die werden regelrecht als Lebewesen umprogrammiert, verlieren die biologischen Wurzeln, weil sie glauben, Körperlichkeit... Ich habe eh so spannende Dinge und Themen und Spiele im Internet. E-Sports. Ja, und da werden wir zu anderen Wesen, nicht? Die im Endeffekt das ist so nett, das 10 Finger, eine Kreditkarten und ein Bildschirm. Nicht? Ja. Kann auch sein, dass das die Zukunft des Menschen ist. Meine ist es nicht. Die Sitzriesen mit krummem Rücken. Das ist die perfekte. Kommt auch dazu. Ja, und da ist die körperlichen Folgen sind ja das eine. Mhm. Aber man weiß ja halt aus der Hirnforschung und aus all diesen Untersuchungen, die ja weit breiter angelegt sind, dass das mit unseren Denkfähigkeiten, mit unserer Identität, mit unserem Lebensgefühl als Mensch hat unsere Körperlichkeit ja auch sehr viel zu tun. Mhm. Und nicht nur damit, wie schnell wir laufen können, wie gut wir kraxeln können. Genau. Es beeinflusst uns als komplett, als Krone der Schöpfung total. Ja. Jetzt können wir noch entscheiden, ob wir nicht die biologischen Wurzeln künstlich und ganz bewusst pflegen wollen und vielleicht irgendwann sogar vorgeschriebenerweise, weil Mathematik muss man auch lernen in der Schule. Das stimmt. Man kann es nicht aussuchen, kann nicht sagen, ist unwichtig, tue ich nur, wenn ich Lust habe. Ja. Das ist eine Kulturtechnik, die hat man von Haus aus nicht. Das und stimmt, zukünftig werden wir genauso wenig wie Mathematik vor Geburt aus und in der Jugend haben, sondern in vielen Haushalten einfach auch kein Sport und keine Bewegung mehr. Jetzt geht es ein bisschen weit, aber das ist der Grundgedanke des Buches. Es ist wichtig, dass man das auch versteht, weil es ja auch auf deinem eigenen Erleben fundiert, weil du ja erzählt hast, dass auf Geschäftsreise von einem Seminar zum nächsten, von einem Referat zum nächsten, am Abend im Hotel liegst, nicht schlafen kannst, weil du dich einfach irgendwie unwohl fühlst. Und da ist ja eigentlich der Gedanke entstanden, wo du das erste Mal an dir selber gespürt hast, dass es eigentlich nicht viel braucht. Ich brauche mich eigentlich nur kurz aus dem Bett raus bewegen, mit denen 5 bis 10 Minuten, maximal 20 Minuten. Und dann legst du ins Bett rein und plötzlich spürst du, ich habe meine Verbindung zum Körper wiederhergestellt. Und ich glaube, das war dann auch bei dir so ein bisschen der Knackpunkt. Es gibt so einen wunderbaren Ausdruck dafür. Du fühlst dich plötzlich in deiner Haut wieder wohl. Mhm. Während du sonst denkst, es passt alles nicht mehr zusammen. Nicht? Und, ja. und ich liege falsch. Und auf einmal merkst du, Muskeln entspannen sich wieder, du atmest ganz anders. Du liegst einfach gern auf einmal, weil in deiner Haut wieder, weil du dich behaglich fühlst, wie du bist, im Hier und Jetzt. Und das ist der Zustand, damit es vom, jetzt psychologisch gesprochen, damit es vom sympathischen Nervensystemstatus ins Parasympathische wieder umbegleitet und dann kannst du einschlafen. Ja, genau. Aber das Problem, und ich hoffe, das ist wieder so ein Anstoß mit deinem Programm, ist, dass die Leute sich oft einfach die Zeit nicht nehmen explizit. Sie haben keine Zeit für ihren Körper. Und wenn es nur 5 Minuten sind.
Weißt du, was ich glaube, Sabrina, was echt das größere Problem ist? Die Leute hätten ja die Zeit, aber sie haben die Startmotivation nicht. Eben. Weil diese momentane, dieses Gewohntsein, dass man jetzt die Knarre einschaltet, den Fernseher oder den Computer rauffährt und da bespielt wird, das ist so eine starke Gewohnheit, dass ich die nicht unterbrechen kann. Die große Kunst wäre es, und darum auch die 12 Tiroler, die man wirklich leicht machen kann. Da muss ich kein Zirkusakrobat sein, dass ich da vielleicht leicht dazukomme, das zu zweit zu machen, mit dem Partner, mit der Partnerin oder die Eltern, mit den Kindern, die Großeltern. Ich habe jetzt ein Video gekriegt. Da ist ein Nationalspieler vom Handball dort mit seiner Tochter und mit dem Hund machen es. Die 12 Tiroler liegen die da nicht. Sogar der Hund liegt so da. Der Hund macht den Gamsbock. Ja, waren gerade bei der Bachforelle, nicht? Er ist dann so liegen geblieben. Ist das lieb. Und dass das wirklich zugänglich ist. Und dass das, und da ist mir lieber, die machen nur 10 Minuten, aber das dreimal oder viermal in der Woche, um diese Starterfunktion. Ja. Das, was mir als sportliche Menschen uns nicht so schwer fällt, dass wir sagen, ich freue mich drauf. Ja. Aber da muss ich einfach etwas grundgelegt haben und sehr oft schon gemacht haben, dann wird es ein Bedürfnis. Und vorher ist es unmöglich, diesen sogenannten Schweinehund irgendwo zu durchbrechen. Und das ist eigentlich das Problem. Und da hoffe ich doch, wenn das auch ein bisschen ironisch, ein bisschen lustig mit Tieren, für Kinder, Ja, wenn das so märchenhaft. daherkommt und nicht nur, dass man sagt, Hüftbeuger dehnen oder so, sondern ist Genau. halt der Schwan Ja. oder so, dass man auch sich leichter tut, eine Vorstellung zu haben und leichter reinkommt. Also unbedingt an die Generationen nachher 12 Tiroler etablieren, die machen eigentlich glücklich. Ja, das wird zum Lebensgefühl ein bisschen beitragen. Und wenn es dazu Absolut. führt, dass man dann auch andere Dinge tut im körperlichen Bereich. Aber der Körper ist einfach die biologische, physiologische Grundlage unseres Seins, obwohl wir glauben, so intelligent zu sein als Menschen. Und obwohl wir die ganzen Erweiterungen unseres Gehirns haben mit dem Netz, mit dem Internet, mit den digitalen Möglichkeiten. Ja, Das eben. gehört zusammen. Wir dürfen Genau. die Wurzeln, wir dürfen den Ost, den biologischen Ost, auf dem wir gewachsen sind, der uns über Jahrmillionen zu dem gemacht hat, was im Vergleich dazu ja nur eine Millisekunde ist, zu dem, wie lange es schon Lebewesen gibt. Ja. Wir dürfen uns den nicht abschneiden, weil das so faszinierend ist. Absolut. Und eben, Faktor Zeit. Ich bekomme es nur bei meinen Yogis immer wieder mit. Mei, es ist leider nicht Du hast gegangen hier. Yogis. Ja, halt meine Teilnehmer in den Yogastunden, das sind die Yogis. Das klingt Ja, doch ach nett. so, ja, klar. Wenn sie wieder sagen, ja, es ist doch leider nicht ausgegangen. Ich habe gestern nur eine Stunde Zeit gehabt. Ich dachte, was willst denn du machen? Was hast denn du vor? Marathon laufen? Keine Ahnung. Na, mal eine Stunde brauche ich schon. Ich sage, na, hört mal auf mit dem. Macht's 5 Minuten am Tag. Fangt mal eine Woche an. Nur zu atmen, zum Beispiel. Wir atmen ja nimmer. Also, das klingt jetzt wohl banal, aber wir sind Flachatmer. Das ist Ja, so selten wichtig. genug, dass man bewusst. Ja, und wie oft beim Stress Das ist die übrigens der Luft Primal mit anhält. uns trainiert, das Atmen in Ja? unterschiedliche Funktionsweisen. Ja, red weiter. Das ist das Entscheidende, weil ohne Sauerstoff kein Leben, ganz banal gesagt, oder? Also, und da sage ich jetzt mal, jetzt macht es mal die erste Woche 5 Minuten in der Früh oder vorm Schlafengehen, je nachdem, ob Morgenmuffel oder Nachteule. 5 Minuten atmen, setzt euch auf den Boden hin und atmet einfach tief ein und spürt so mal euren Körper von den Zehen bis in die Haarwurzeln rauf. Die Wochen drauf sagt sie, boah, ja, okay, wow, da passiert was mit ihnen. Dann machst du es auf 10 Minuten und dann maximal 15 Minuten. Man muss nicht immer Stundzeit haben. Nein, Das ist überhaupt ja nicht. alles. Man weiß ja, dass selbst beim Krafttraining und auch bei den 12 Tiroler, dass die ersten 14 Tage, wenn ich das mache, da habe ich ja noch keinen muskulären Effekt, sondern es ist rein, dass ich die Nervenleitungen einmal wieder wach kriege, bis ich quasi in die Zehenspitzen, dass ich Bewusstsein wieder kriege und Ja, dass die genau. Koordination ein bisschen verbessert wird. Aber das macht schon so einen riesen Unterschied im Körperbewusstsein aus, Absolut. weil ich meine ganzen Gliedmaßen wieder anders wahrnehme Ja. und das halt bei unseren Ahnen, Urahnen natürlich Überlebensrepertoire war. Absolut. Zu Das wissen, wo die ist. Hand aufhört, damit ich gewusst habe, wo der Ast ist, wo ich hingreifen muss. Das war Sonst gut, falle ich ja. auch, ja, in die Seelenschlucht. Na, es ist einfach schön, wenn man seinen Körper spürt. Also das lege ich jedem ans Herz, dass man sich die Zeit für den Körper nimmt, weil das ist der nächste Begleiter oder das ist man, oder? Also wir sind Körper, um es so abzurunden. Absolut. Bevor wir, Toni, wir haben ja ein nettes Ritual immer bei uns in der Stube, das Ja, Stubengemurmel. ich kenne das nicht. Stubengemurmel. Stubengemurmel, das sind vier Murmeln drinnen, vier verschiedene Farben, wo du eine ziehst und die heißt dann eine letzte Aufgabe für dich. Okay. Möchte aber vorher noch von dir, Die muss ich blind ziehen, oder? ja, kannst einfach reingreifen Ach und so, ja. dass du deinem Leben
deinem Lebenslauf quasi, du bist ja auch Kolumnist, einen Titel oder eine Artikel- oder Buchüberschrift gibst, wenn du es zusammenfassen würdest. Wie würde der lauten? Oder die Überschrift? Puh, Abenteuer wird mir einfallen, ja. Abenteuer? Neugier. Neugier. Ein neugieriges Abenteuer. Mhm. Des Toni Inhauer. Okay. Ja. Ja? Passt das? Ich glaube, das lassen wir so stehen. Ja, ja, lassen wir so stehen. Das neugierige Abenteuer des Toni Inhauer. Ist das nicht kitschig? So, damit wir das Corona-like, ich will es da hören, ja. Dann darfst du es da, oder ich gebe es da so, wir berühren uns nicht. Zisch eine raus. Sind die zum Essen? Nein. Kannst gern probieren. Die springen. Okay. Gummibälle. Ui, da, pink. Ausgerechnet. Tochter Lisa würde sie freuen, die war früher ganz auf pink. Oha, ja dann. So, Toni, Rosa, wir haben nämlich ein neues Spiel dabei. Das nennt sich Dein Lebenszitat. Wow, Handfertigkeit auch schon. Lebenszitat. Dein Lebenszitat. Ein Zitat, das dich dein Leben lang begleitet hat oder das dich motiviert hat oder das dir Halt gibt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist super, unterschreibe ich. Fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Toni Inhauer. Ja, kommt nicht von mir. Ist gekauft. Ja, gut. Sehr schön. Okay. Na cool. So, Toni, jetzt haben wir schön geplauscht mit zwei. Das war Lebenszitat, oder? Das war Lebenszitat. Ja. Darfst du da gern kalten, die Murmel? Schwer. Wenn Rosa da so. Vollgummi sein, gell? Kannst du gerne ausprobieren. Hui! Tatsächlich. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Toni. Bleib so ein positiver Mensch. Bleib so ein motivierender, neugieriger Abenteurer. Und vor allem gesund. Und vielen Dank. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal unsere 12 Tiroler machen. Ja. Danke für das. Danke für die Einladung zu dem schönen Gespräch. Sehr gerne. Zum Spaziergang. Blick in die Seelschlucht. Sehr gerne. Wünsche dir auch alles Gute. Danke, und du auch so weiter.